Dachchen auch! Heute zum Thema Kinder. Und zwar: Kinder sind das lieblichste Pfand der Ehe. Sie binden und erhalten das Band der Liebe. Na? Welches Scheidungskind blickt heute in den Bildschirm und denkt sich so: Naja, da hat der gute Martin Luther zu Zeiten gelebt, wo es noch anders war. Die Frage ist: Sollte es wieder so sein? Ist es wirklich möglich? Oder. Ja, ist es möglich, dass das Kinder dabei helfen, die Liebe zusammenzuhalten? Weil, wenn ich jetzt so an das bisschen Biochemie, was ich kenne, denke, weiß ich, dass irgendwann der Glücksstoff Dopamin in der Ehe oder in der Partnerschaft abhaut, also nicht mehr ausreichend produziert wird, was auch was immer für diese wunderschönen Glücksgefühle, ja, für die Flugzeuge im Bauch und dergleichen sorgt, dass das irgendwann weg ist. Und dann wäre es ja genial, wenn Martin Luther recht hätte und dann die Kinder es sind. Und ich denke, im Großen und Ganzen war es auch von der Natur so eingerichtet, ja, dass man sich sagt, gut, jetzt haben wir, man hat quasi sobald die Kinder geschlüpft sind, ein neues Projekt. Und anstatt sich in der Partnerschaft als Dauerprojekt zu haben, sind die Kinder auf einmal da, die den Ton angeben. Für den einen oder anderen schwer zu akzeptieren, für den einen oder anderen wird das wahrscheinlich unmöglich sein, zu denken, nee, wir brauchen uns einander mehr, als wir Kinder haben wollen. Und für manche Paare ist das leider so, dass das Kind oder die Kinder dann nicht die bindende Wirkung entfalten können. Ich wünsche es aber jedem. Also sowohl den wunderschönen Liebeszweiklang, aber auch Kinder zu bekommen. Und dann wünsche ich euch das, nämlich was Martin Luther gesagt hat. Also nehmen wir das Zitat mindestens als wunderbare Grußformel, Glücksformel, Grußwunsch, ne? Ja, hier ist er nochmal. Ich wünsche es euch. Kinder sind das lieblichste Pfand der Ehe. Sie binden und erhalten das Band der Liebe. In diesem Sinne, schön fleißig Kinder bekommen. Und solltet ihr morgen nicht einschalten, weil ihr im Entbindungssaal sitzt. Habt ihr alles richtig gemacht? Und so wünsche ich euch, lebt wohl!